Ich wähle jetzt die arbiträre Achse aus und muss zuerst kalibrieren. Patientin beißt zu. Ich setze auf, löse die Messung aus, nehme wieder ab, setze auf den linken Bogenanteil den Zeigestift und gehe, bitte öffnen den Mund, auf den linken Punkt auf, löse die Messung aus, setze den Stift um auf die rechte Seite, gehe auf den entsprechenden Achspunkt, Messung wird ausgelöst, setze um auf den mittleren, auf die mittlere Position, Patientin macht den Mund auf, schließt die Augen. Ich gehe auf den Orbiterpunkt, löse die Messung aus und habe damit alle Referenzpunkte übernommen. Das wird aufgesetzt. Hier. Ganz leicht eingesetzt und fixiert und festgezogen. Gut, ich kann jetzt auch öffnen. Die Batterien werden entfernt. Der Zeiger wird jetzt ausgerichtet auf den Hautpunkt. Dasselbe passiert auf der anderen Seite. Es wird geöffnet. Labellastütze zurückgezogen. Etwas geöffnet, Patientin öffnet den Mund. Bissgabel wird von der Zahnreihe gelöst. Und ich sehe, dass diese Teile stören, muss sie also entfernen. Öffne hier die Schraube und kann das Ohrpolster abnehmen. Dasselbe mache ich hier auf der Seite. Ich lege auf die Achse an, schließe den Bogen und orientiere mich auf beiden Seiten auf die Achse, lege den Bogen auf den Inzisalteller ab und durch Lösen, hier wieder festziehen, stabilisiere ich die Bissgabel. Die Impressionen stehen jetzt wieder in Relation zu den Kontinuen des Artikulators. Gut, mehr halt. Wir können jetzt das Modell nehmen und das Modell in die Impression zurücksetzen. Das ist jetzt stabil gelagert. Montageplatte wird eingesetzt und der Artikulator geschlossen, bis er hier aufliegt. Und ich habe meinen Spalt, in den ich den Montagegips einfügen kann.